OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Auf einem 40 Jahre alten Forschungsschiff in den Polarregionen Wildtieren wie Pinguinen oder Eisbären nahe sein. Das erlebt der Wissenschaftsjournalist Dr. Tim Kalvelage. Der gebürtige Kloppenburger, der auch in Lohne zur Schule ging, war nämlich gemeinsam mit etwa 100 Wissenschaftlern und Besatzungsmitgliedern auf mehreren Expeditionen der Polarstern. Um über neue Entwicklungen und Erkenntnisse berichten zu können, begleitet er die Forscherinnen und Forscher in diesen extremen Regionen. Aber auch in der tropischen Klimazone war der promovierte Biogeochemiker bereits unterwegs. In dieser Ausgabe des OM Online Podcasts sprechen wir mit ihm über das Leben im ewigen Eis, seinen Begegnungen mit arktischen Wildtieren und seinen Blick auf den Klimawandel. Mein Name ist Tobias Thomas. Und ich bin Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Und jetzt bei uns, nachdem er den weiten Weg aus Bremen auf sich genommen hat, ist Tim Kalvelage. Moin, Herr Kalvelage. Moin. Beziehungsweise moin, Tim. Wir hatten gesagt, wir duzen uns. Genau. Tim, erzähl mal, wir haben ja schon in der Einleitung kurz besprochen, du bist Wissenschaftsjournalist. Welchen Bezug hast du denn zum Oldenburger Münsterland erstmal vorweg? Ja, ich bin geborener Kloppenburger, bin dort zur Schule gegangen, bis zur 10. Klasse, bin dann nach Lohne gezogen. Meine Mutter hat hier gelebt. Und habe auch in Lohne mein Abitur abgelegt, Zivildienst gemacht. Ja, insofern habe ich also meine Kindheit und meine Jugend im Oldenburger Münsterland verbracht. Nach deinem Abitur in Lohne bist du ja weggezogen, hast das Oldenburger Münsterland verlassen, hast in Kiel und Bremen dann Biochemie und Ozeanographie, Meereswissenschaften zu Deutsch, studiert und darin auch promoviert. Jetzt arbeitest du aber als Wissenschaftsjournalist. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also nach meiner Promotion habe ich noch einige Jahre in der Forschung gearbeitet und also ich war im Ausland und habe in der Zeit ja sozusagen das Schreiben so ein bisschen für mich entdeckt. Also ich habe schon früh gemerkt, dass gerade was den Ozean angeht, dass das ein Thema ist, was die Leute einerseits interessiert, wo allerdings große Wissenslücken herrschen, sage ich mal. Und ich habe dann einfach angefangen, anfangs für eine Campus-Zeitung zu schreiben, über Themen, die mich interessiert haben, rund um den Ozean, vor allen Dingen über meine Forschung, über die Forschung anderer Wissenschaftler. Ja, und dann natürlich auch, ich sag mal, einfach die Aktualität, also das Thema Klimawandel, das ja nicht erst seit heute, sondern schon seit, ja, in den letzten 10, 20 Jahren ein großes Thema war. Ja, habe ich einfach die Motivation gehabt, in dem Bereich, ja, einfach so ein bisschen über das, was in der Forschung passiert, das sozusagen in die Öffentlichkeit zu tragen. Du hast dich während deines Studiums, hast du im Vorgespräch erzählt, eher mit den Tropen beschäftigt. Jetzt bist du klimatisch gesehen komplett woanders gelandet, genau beim Gegenteil, nämlich in den Polarregionen dieser Erde. Warum hat es dich dahin verschlagen für deine wissenschaftsjournalistischen Forschungsreisen? Ja, so ein bisschen ist das auch dem Zufall geschuldet. Ich arbeite jetzt selbstständig, also als freier Wissenschaftsjournalist und war nochmal an einer Journalistenschule und dort hatten wir ein Abschlussprojekt, für das ich dann auf einem deutschen Forschungsschiff auf der Merian unterwegs war und wir sind die Ostküste von Grönland entlang gefahren und ja, das war sozusagen meine erste Reise ins Eis und ja, und das war einfach sehr eindrücklich, also mit einem Schiff durchs Packeis zu fahren und einfach die arktische Landschaft, also auch gerade auch die grönländische Ostküste ist sehr beeindruckend. Ja, und das hat mich so ein bisschen so das Polarfieber gepackt, wie man so schön sagt, also das ist auch das, was viele Forscher erzählen, die einmal im Eis waren und dann möchte man einfach da wieder zurück. Gleichzeitig sind natürlich auch die Polarregionen, wenn man an den Klimawandel denkt, das sind eigentlich die Regionen, wo die Folgen mit am sichtbarsten sind. Bei deiner letzten Reise warst du ja mit dem bekannten Forschungsschiff Polarstern unterwegs. Wie kommt man dazu, auf der Polarstern mitzufahren?
Ja, die Polarstern, ja, ein altehrwürdiges Forschungsschiff, seit über 40 Jahren unterwegs. Wahrscheinlich einer der berühmteste Forschungseisbrecher der Welt wahrscheinlich. Ja, also wie kommt man dazu? Man wird nicht eingeladen in der Regel, sondern ich bewerbe mich sozusagen, ich frage bei den Forschern an, bei den Instituten. Mir kommt natürlich dabei zugute, dass ich inzwischen einige Forschungsreisen begleitet habe, dass ich selbst aus der Forschung komme. Das heißt, ich spreche in gewisser Weise die gleiche Sprache wie die Forscher. Und das hilft natürlich dann einen Platz zu bekommen auf so einem Forschungsschiff. Weil am Ende der Expeditionsleiter entscheidet, ob er mir einen Platz gibt oder eben nicht. Und in diesem Fall hat es halt geklappt. Und wie begrenzt sind dann die Plätze auf der Polarstern? Also ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt viele Leute, die da gerne mitfahren würden. Genau, also Plätze sind immer rar. Auf der Polarstern gibt es gut 50 Plätze für Wissenschaftler, beziehungsweise für den Wissenschaftlern zählt dann auch noch, da ist immer jemand vom Deutschen Wetterdienst, beziehungsweise zwei Personen. Da ist eine Helikoptercrew. Reine Wissenschaftlerplätze gibt es wahrscheinlich so 45, 46. Genau, und auf vielen Reisen gibt es dann eben auch mehr Leute, die mitfahren wollen, also Forschende, und die haben natürlich auch Priorität. Das heißt, ich kriege dann auch häufig auch Absagen. Also ich habe auch schon für frühere Polarsternreisen angefragt und da war dann eben kein Platz. Die Reise, die dauert dann ja auch 1 bis 2 Monate. Wie bereitest du dich darauf vor? Naja, die Vorbereitung, es gibt sozusagen so eine Checkliste, die man abarbeiten muss. Also man muss zum Beispiel einen Gesundheitscheck machen, damit man überhaupt an Bord darf. Dann fährt man nach Bremerhaven zum Bekleidungslager vom AVI. Da wird man von Kopf bis Fuß einmal eingekleidet. Also Polarstiefel, einen dicken Overall, dicke Handschuhe, Mütze. Einfach Kleidung, die man braucht, vor allen Dingen, wenn man draußen auf dem Eis arbeitet. Und ansonsten bereitet man sich natürlich inhaltlich ein bisschen vor. Also man schaut sich an, also jede Forschungsreise hat ja einen bestimmten Schwerpunkt, eine bestimmte Forschungsfrage, bestimmte Forschergruppen, die mitfahren, die bestimmte Sachen untersuchen wollen. Man liest sich dann schon mal so ein bisschen ein. Und ansonsten, ja, es ist vor allen Dingen Reiseplanung. Also je nachdem, wo das Schiff dann losfährt, Flüge buchen, Hotels buchen. Die Hotels und so weiter, musst du die dann selbst bezahlen oder werden die in der Regel finanziert von zum Beispiel Auftraggebern oder Ähnlichem? Das kommt immer darauf an, für welches Medium ich arbeite, aber ich sag mal, bei so großen Expeditionen, die auch sehr lange dauern, versuche ich in der Regel finanziell unabhängig zu sein und habe in den letzten Jahren Glück gehabt, dass ich häufig Stipendien hatte, über die ich das dann finanzieren konnte. Also Stipendien, die von Stiftungen oder von Wissenschaftsgesellschaften vergeben werden zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus. Also das sind dann Recherchestipendien, über die ich dann die Kosten abdecke. Aber es kommt auch schon mal vor, dass eine Redaktion sagt, solange die Kosten sich im Rahmen halten, dass sie die Kosten übernehmen. Dann kommen wir mal von der Vorbereitung der Reise eher jetzt zur Reise selbst. Also wenn du dann auf dem Forschungsschiff bist, wie gestaltet sich da dann dein Zusammenleben mit den anderen Forschern? Oder ganz allgemein gefragt, wie gestaltet sich der Alltag auf einem Forschungsschiff eigentlich? Ja, das Zusammenleben ist natürlich sehr intim. Also man ist da mit einer Gruppe von Leuten auf sehr engem Raum. In der Regel teilt man sich eine Kammer zu zweit, also zumindest auf der Polarstern. Das heißt, man hat dann einen Kammerkollegen oder eine Kollegin, mit dem oder der man dann 2 Monate lang auf 10 Quadratmetern verbringt. Ja, der Alltag, ist sehr strukturiert, zum Beispiel durch die Mahlzeiten, die es an Bord gibt. Da gibt es feste Zeiten. Ansonsten wird ja rund um die Uhr geforscht. Also da ist eigentlich, Nacht ist natürlich weniger los als tagsüber, aber irgendjemand ist immer auf den Beinen. Und ich bin natürlich dann auch viel auf den Beinen und versuche dann immer, ne, viel mitzubekommen von dem, was dort stattfindet. Ja, und man lernt sich aber auch sehr gut kennen dann über diesen Zeitraum, ne? Einfach weil man ja 2 Monate lang mitunter dann unterwegs ist und ja die gleichen Leute natürlich jeden Tag sieht. Man kann sich auch nicht aus dem Weg gehen. Es gibt also da wenig Möglichkeiten auf so einem Schiff. Insofern ist das halt auch immer wichtig, dass man so ein bisschen Rücksicht nimmt und ja, sich gegenseitig unterstützt. Logischerweise, das Ganze hat einen Forschungshintergrund, ist also jetzt kein Partyschiff oder irgendwie sowas. Wie ist es denn da mit Komfort? Also es klingt jetzt nicht, wenn du sagst, man muss sich da aus dem Weg gehen, Rücksicht nehmen, das klingt jetzt nicht so, als ob es da viele Annehmlichkeiten gibt. Ist das zum Beispiel Dosenessen, was man da bekommt? Gibt es da irgendwie auch mal frisches Obst? Was für, ich sag in Anführungszeichen, Freizeitaktivitäten kann man auf so einem Schiff zum Beispiel auch verfolgen?
Ja, also das klang jetzt vielleicht schlimmer, als es tatsächlich ist. Also das Essen ist tatsächlich, also ich finde es immer sehr gut. Ich würde sagen, es ist in der Regel gute deutsche Küche. Deftiges Essen, ich sag mal frischen Salat und frisches Obst am Anfang der Reise, ja, nach einem Monat oder so wird das dann in der Regel dünn. Da gibt's dann, sauer eingelegtes, da gibt's dann Gurkensalat oder rote Beete, aber einen grünen Salat kriegt man dann nicht mehr. Aber für das Leibliche wird auf jeden Fall gut gesorgt. Es gibt zum Beispiel jeden Tag um 3:30 gibt es frisch gebackenen Kuchen. Also es gibt auch einen Bäcker oder eine Bäckerin an Bord der Polarstern. Und dann sitzt man in einem roten Salon. Das ist so ein bisschen, ja, das ist direkt an der Messe, ich sag mal so die Stube, wo man also sich zum Kaffee trinken trifft oder wo man auch gern nach den Mahlzeiten noch sitzt. Ansonsten kann man auch in der Freizeit, man kann zum Beispiel Sport machen, also es gibt einen kleinen Fitnessraum, es gibt auch einen Pool, wir haben jetzt auf der letzten Reise sehr viel Wasserball gespielt, man kann in die Sauna gehen und dann nach einem Saunagang geht man dann an Deck und schaut sich die vorbeitreibenden Eisschollen an. Tischtennis, Kicker gehört auch zu, es ist auch Standardausstattung eigentlich auf jedem Forschungsschiff, auf jedem größeren zumindest. Und tatsächlich hat die Polarstern auch eine Bar. Also es gibt eine Bar an Bord, das Zillertal. Die wird ja nach Absprache von den Wissenschaftlern, wird die sozusagen eröffnet, 2 bis 3 Mal die Woche. Ja, und da geht es dann mitunter auch mal sehr gesellig zu. Also für Abwechslung ist dann doch gesorgt. Das ist jetzt ja auch nicht deine erste Schiffsreise, Forschungsreise in die Polarregion. Was hast du denn schon so alles unternommen? Wo warst du schon überall? Wo bist du schon überall mitgefahren? Also wenn wir jetzt nur über die Polarregion sprechen, also ich bin an der Ostküste von Grönland, wie vorhin schon erwähnt gewesen. Ich bin einmal in der Framstraße, also das ist zwischen Grönland und Spitzbergen gewesen, vor 3 Jahren. 2021 war ich in der Antarktis für 2 Monate im Weddellmeer. Ich habe auch schon Expeditionen an Land begleitet, also auch 2021 war ich auf dem grönländischen Eisschild und das war eine Gletscherexpedition, die ich begleitet habe. Dort haben wir also gezeltet auf einem Gletscher. Auf Spitzbergen bin ich Anfang diesen Jahres gewesen, in Ny-Alesund. Dort ist das ist im Prinzip so ein Forscherdorf und das Alfred-Wegener-Institut hat da eine Forschungsstation, die ganzjährig betrieben wird. Du bist also schon ordentlich herumgekommen, hast schon einiges gesehen und erlebt. Wie ist das denn, wenn man beruflich als Wissenschaftsjournalist in diese extremen Regionen, in diese Polarregionen reist? Unter welchen Bedingungen arbeitest du da in der Arktis oder in der Antarktis? Wie schon gesagt, wenn man auf dem Schiff ist, ist man natürlich Teil dieser Gruppe und man ist dann auch die Arbeit und das Private sozusagen, das verschmilzt da so ein bisschen, einfach weil man jeden Tag 24 Stunden miteinander verbringt. Das schweißt da so ein bisschen auch zusammen. Ansonsten sind natürlich die äußeren Bedingungen, kann halt mitunter sehr kalt sein. In der Regel ist man im Sommer oder bin ich im Sommer in den Polarregionen unterwegs. Dann ist es also erträglich, hat man Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bin aber jetzt auch Anfang des Jahres auf Spitzbergen gewesen, also wo wir dann minus 25, minus 30 Grad hatten. Also das sind dann schon auch einfach ja extreme klimatische Bedingungen, unter denen man arbeitet, wo man dann natürlich auch entsprechend vorsichtig sein muss, was Erfrierung angeht. In der Arktis gibt es in bestimmten Regionen natürlich auch mal die Gefahr durch Eisbären. Jetzt auf der letzten Reise jetzt mit der Polarstern waren wir viel auf dem Meereis, also auch haben auf Eisschollen gearbeitet. Und da ist dann immer jemand mit einem Gewehr als Eisbärenwache sozusagen abgestellt und die Person macht nichts anderes, außer sozusagen die nähere Umgebung zu beobachten und sicherzustellen, dass die dort eben arbeiten, sicher sind. Ja, du hast ja gerade angesprochen, eine Gefahr ist ja unter anderem das Erfrieren. Wie bereitet ihr euch denn auf Notfälle vor? Weil man ist ja auch ziemlich abgeschottet auf der Polarstern zum Beispiel. Also zum einen, wie gesagt, jeder macht einen Medizincheck vor der Reise. An Bord der Polarstern gibt es einen Arzt oder eine Ärztin. Die Polarstern selbst ist auch relativ gut ausgestattet, hat also auch sogar ein OP. Also der Arzt oder die Ärzte müssen auch Eingriffe vornehmen können. Auch zahnärztliche Behandlungen sind möglich. Bei wirklich schweren Unfällen bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, außer die Forschung abzubrechen und sozusagen den nächsten Hafen anzulaufen. Also es kann schnell mal eine Woche dauern, ne? Wenn man also im arktischen Ozean irgendwo im Packeis ist, dann das nächste Krankenhaus wahrscheinlich Longyearbyen, Spitzbergen und das kann dann schon mal eine 5, 6, 7 Tage Reise sein. Und das hat es auch schon gegeben in der Vergangenheit. Also dass dann, wenn jemand einen Bruch hatte zum Beispiel, einen schweren, dass dann das Schiff umkehren musste. Auf meinen Reisen gab es das zum Glück noch nicht. Und dann gibt es natürlich, wenn man zum Beispiel auf dem Meereis arbeitet, man wird da abgesetzt
fest, entweder mit dem Helikopter oder mit dem Schiff, und dann ist der Helikopter wieder weg oder das Schiff auch. Dann hat man zum Beispiel immer so eine Notfallkiste dabei, so eine Survival Box. Also da ist dann ein Zelt drin, da ist ein Daunenschlafsack drin, da ist eine Essensration drin, trockene Kleidung, falls jemand nass werden sollte. Das sind also so die Vorsichtsmaßnahmen. Und man hat natürlich immer ein Satellitentelefon auch dabei, also die Kommunikation ist ganz wichtig. Jetzt zum Beispiel jetzt auf der letzten Reise hatten wir sehr viel Nebel, was typisch ist für die Arktis im Sommer. Und man sieht dann mitunter Leute auch einfach gar nicht, wenn sie dann ja ein paar hundert Meter weiter weg sind. Das ist also auch sehr wichtig. Ja, du sagtest ja gerade Satellitentelefon. In der Arktis gibt es ja höchstwahrscheinlich kein Netz. Deswegen die Frage, wie läuft das denn mit der Kommunikation? Wie hältst du denn zum Beispiel Kontakt zu deinen Freunden und Bekannten? Ja, tatsächlich, also genau, über Satellitentelefon kann man natürlich also auch Freunde oder Familie anrufen. Auf der letzten Reise jetzt hatten wir tatsächlich sehr, sehr gutes Internet. Also man konnte sogar dann über WhatsApp in der Heimat mal anrufen. Also das war jetzt so ein Pilotprojekt oder so eine Testphase. Also wir hatten über Starlink tatsächlich eine Internetverbindung, sodass man auch vom Nordpol aus seine Freundin, seinen Freund oder seinen Partner anrufen konnte, mit den Kindern telefonieren. Also das ist doch deutlich einfacher geworden. Also ich erinnere mich so an meine allerersten Forschungsreisen, da konnte man zweimal am Tag von einem Computer, den alle benutzen, E-Mails verschicken und konnte kurze Gespräche über Satellitentelefon führen, die einfach auch sehr teuer waren. Und mittlerweile ist das alles deutlich unproblematischer geworden. Also man ist gefühlt nicht mehr so weit weg, wenn man in solche Regionen aufbricht. Ja, das sind ja alles Regionen, die meisten von uns wahrscheinlich in ihrem Leben wohl eher nicht mehr persönlich sehen werden. Aber ob jetzt Antarktis oder meinetwegen auch die Tropen. Welche deiner Reisen hat dich am meisten beeindruckt? Ja, das Beeindruckendste mit ist zum einen die Landschaft, also die Eislandschaft, ob das jetzt Gletscher sind, ob das Kilometer große Eisschollen sind und natürlich auch die Tierwelt, die auch einzigartig ist und der man ja mitunter auch recht nahe kommt, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Und dann gibt's natürlich auch immer wieder, ich sag mal, Entdeckungen der Wissenschaftler. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Antarktis-Reise. Da haben die Forscher mit so einer Tiefseekamera, also haben sie den Meeresboden gefilmt, 500 Meter Tiefe, und da haben sie so eine Brutkolonie von Eisfischen gefunden. Und also das ist so eine Eisfische, das sind Fische, die es halt in der Antarktis gibt. Die haben so ein Frostschutzmittel im Blut und die leben da halt in -1, -2 Grad kaltem Wasser. Und die haben dort am Meeresboden genistet, und das waren aber nicht nur ein paar, sondern das waren geschätzt 60 Millionen. Und also das ist die größte Fischbrutkolonie, die es überhaupt weltweit gibt, und die kannte bis dato niemand. Also das hatte man zum ersten Mal beobachtet. Und sowas ist natürlich auch aufregend. Oder wenn große Eisberge dort abbrechen. Wir hatten einen großen Abbruch während der Antarktisreise. Ein Eisberg, 30 mal 50 Kilometer ungefähr, sind einmal mit dem Schiff dort rumgefahren. Der ist dann so langsam von der Küste weggedriftet. Also das ist dann auch sehr beeindruckend. Wie läuft das Ganze denn ab? Also du bist ja da, um über deine Eindrücke, aber eben auch über die Forschung und die Experimente zu berichten. Wirst du gerufen, klopfen die an deine Kajüte und sagen, so, jetzt komm mal mit, jetzt zeigen wir dir mal was. Steigst du mit in irgendwelche U-Boote, Tauchboote und fährst dann mit runter? Oder wie funktioniert dieses Verhältnis Wissenschaftsjournalist und Forschung, Wissenschaftler, die da Experimente machen? Ja, also in der Regel verbringe ich also sehr wenig Zeit auf meiner Kammer. Sondern ich hatte jetzt auf meiner letzten Reise einen Arbeitsplatz, einfach in einem, ja, das ist so ein Raum, der so als Büro, so ein bisschen Büroplatz genutzt wird, auch von den Forschenden, und da sitzt man dann und da ist man, das ist so ein Raum, da hat man ganz guten Überblick, man sieht eigentlich, was stattfindet, man kann das Arbeitsdeck sehen. Gleich daneben ist der Windleitstand, so heißt das, also da werden sozusagen die Geräte, die so ins Wasser gehen, werden da alle gesteuert. Das heißt, da bekommt man im Prinzip mit, was passiert. Es gibt auch immer, überall auf dem Schiff hängen Pläne aus, wo draufsteht, wann was stattfindet, also welches Gerät wann ins Wasser geht, welche Proben genommen werden. Das gibt's natürlich immer wieder Verschiebungen, aber da hat man auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt. Ja, und die Forscher geben man natürlich auch Bescheid, oder man hält auch teilweise dann auch mittlerweile dann über WhatsApp Kontakt, und dann, ich sag mal, wenn dann der Helikopter aufs Eis fliegt, dann kriege ich kurz Bescheid, hier, wir haben Platz frei, möchtest du mitkommen?
So, und ja, man ist dann, also ich bin dann schon sehr nah dran. Also es kommt auch vor, dass ich mal mit anpacke. Also als ich zum Beispiel auf Grönland war vor gut 2 Jahren, also da haben die Forscher, mit denen ich vorher gesprochen habe, gesagt, na, wir nehmen dich gerne mit, aber wir können niemanden gebrauchen, der da nur mit Notizblock und Kamera daneben steht, sondern na, da muss ich damit anpacken. Also ich habe dann so ein bisschen, ich sag mal so, den Campmanager gemacht und habe da zugesehen, dass die Zelte alle ordentlich im Eis verankert sind. Ich habe genauso mitgekocht und abgewaschen wie alle anderen. Also man ist dann eher so Teil dieses Teams und muss dann einfach auch mal ein bisschen mithelfen, weil dafür sind einfach die Kapazitäten auf diesen Expeditionen zu knapp. Und zum Schreiben kommst du dann im Nachhinein erst oder bist du auch schon während der Reise selbst am Schreiben? Das kommt immer darauf an. Auf der letzten Reise, jetzt habe ich tatsächlich so einen wöchentlichen Expeditionsblock geschrieben. Das war dann tatsächlich auch mitunter recht stressig, weil natürlich, das ist einfach aufregend. Auf so einem Schiff, da ist so viel los, passiert jeden Tag was. Dazu fotografiere ich auch. Dafür braucht man ja auch entsprechend Zeit. Und dann noch nebenbei zu schreiben, ist also dann schon eine Herausforderung. Häufig ist es so, dass ich einfach Material sammle, also mir sehr viel Notizen mache, entweder wenn ich im Labor bin oder draußen aus dem Eis, häufig dann auch erst abends, dass ich dann sozusagen wie eine Art Tagebuch meine Eindrücke und Erlebnisse aufschreibe und dann erst hinterher das zu einer Geschichte mache, die ich dann verkaufe. Du kommst dann logischerweise den Forschern und Wissenschaftlern natürlich sehr nah. Wie sieht's bei der Natur aus? Also du hast ja schon berichtet, klar, wenn man in die Arktis fährt, muss man damit rechnen, dass einem ein Eisbär mal durchs Camp läuft. Ist das aber eher die Ausnahme oder wie nah kommt man da auch ja, den Tieren, der Natur an für sich? Ja, also in der Arktis, einem Eisbär möchte man natürlich nicht zu nahe kommen, also beziehungsweise man möchte auf dem Schiff sein, man möchte ihm nicht auf dem Eis begegnen. Und wir hatten tatsächlich jetzt auf der Reise am letzten Forschungstag auf der Eisscholle Besuch von einem Eisbären. Also ich war relativ früh am Morgen und ich war gerade aufgestanden und es waren schon einige der Forscher auf dem Eis, die kamen dann plötzlich alle wieder zurück aufs Schiff. Und dann hieß es, ja, da ist irgendwo ein Eisbär in der Nähe. Also der wurde von der Brücke aus dann schon gesichtet. Da ist auch immer jemand, der eben aufpasst, wenn die Forscher auf dem Eis sind. Naja, und der Eisbär, der war da zu dem Zeitpunkt noch 2 Kilometer weg. Und der kam dann aber wirklich aufs Schiff zu, ist dann direkt am Schiff vorbei und hat dann das Forschungscamp so ein bisschen erkundet, hat da die Geräte beschnuppert und ja, also das war sehr beeindruckend. Also da standen dann wirklich auch sowohl die Forscher als auch die Schiffsmannschaft. Wir standen alle an Deck und haben sozusagen dem Eisbären zugeschaut. Und andererseits, wenn man in der Antarktis ist, da kommt man der Natur noch deutlich näher. Was einfach daran liegt, in der Antarktis gibt's keine Landraubtiere. Wenn man dort also auf dem Eis unterwegs ist, Pinguine zum Beispiel, Kaiserpinguine sind sehr neugierig. Also die kommen dann wirklich so nah ran, dass man sie theoretisch streicheln könnte, was nicht empfohlen ist und was man auch nicht tun sollte. Da gibt's auch Schulungen vorher, dass man soll eigentlich Abstand halten von den Tieren. Die Tiere halten sich nicht immer daran. Oder auch Robben, die dann auf dem Meereis liegen, die sind auch, entweder ist es denen relativ egal, dass da jemand vorbeikommt. Manchmal sind sie auch neugierig oder strecken sich zumindest mal, richten sich mal auf und bevor sie dann weiter dösen. Ja, das ist also schon sehr beeindruckend. Also man kommt ihnen also näher als im Zoo und hat auch überhaupt keine Barriere da zwischen sich und den Tieren. Eines der großen Forschungsziele, das hattest du ja auch schon mehrfach angesprochen, oder großen Fragen, mit denen sich die Forschenden und Wissenschaftler dort an Bord dieser Forschungsschiffe beschäftigen, ist ja das Thema Klimawandel. Du berichtest auch darüber. Wie beobachtest du den? Also wenn man Tagesschau anmacht und es wird über den Klimawandel berichtet, dann sieht man ja sehr gerne diese Bilder von den abbrechenden Gletscherspitzen, Gletscherzungen. Ist das so? Also wie erlebst du den Klimawandel in den Polarregionen? Ja, also das Vertragte an dem Klimawandel ist ja, dass er sich über sehr lange Zeiträume abspielt. Also Klimawandel ist eigentlich nichts, was man, wenn man jetzt einmal in die Arktis fährt, so direkt beobachtet. Klar, also die abbrechenden Gletscher, das kennen wir alle aus dem Fernsehen, aus Dokumentationen oder aus den Nachrichten. Aber das ist natürlich ganz normal, dass in den Sommermonaten, dass da Eisberge abbrechen.
Das geschieht immer schneller, aber das kann man natürlich, wenn man dahin fährt, dann hat man natürlich kein Gespür dafür, ob das jetzt normal ist oder nicht. Was man allerdings sieht, wenn man zum Beispiel auf Grönland ist oder auf Spitzbergen, wenn man von so einem Gletscher steht, dann sieht man häufig so die Spuren, bis wohin der Gletscher früher reicht. Also so Schuttablagerung oder Verfärbungen am Gestein, an den Fjorden, an den Felswänden. Und da kriegt man dann so einen Eindruck dafür, wie viel Eis dort tatsächlich schon verloren gegangen ist. Oder als wir jetzt in der Arktis waren, also wir sind ja mit der Polarstern bis zum Nordpol gefahren und es war vorher, also zu Beginn der Reise nicht klar, ob wir da überhaupt hinkommen, ob das Eis das zulässt. So, und ich war dann schon erstaunt, wie einfach wir, also es war relativ viel Eis da in der Arktis verglichen mit den letzten Jahren, aber wir kamen relativ einfach durch das Eis durch. Also es war jetzt kein schweres Eisbrechen, sondern das Eis war relativ porös und die Polarstern konnte da relativ mühelos durchfahren. Und wenn man dann mit zum Beispiel mit dem Kapitän spricht, der seit 30 Jahren auf der Polarstern unterwegs ist und dann davon erzählt, wie vor, ich glaube 1991 ist die Polarstern das erste Mal zum Nordpol gefahren, zusammen mit einem schwedischen Eisbrecher. Also da brauchte es zwei Eisbrecher mit voller Maschinenleistung, um dort mit Mühe und Not hinzukommen. Und ich glaube, auf dieser Reise, wir sind im Schnitt so mit 30% Maschinenleistung gefahren. Ja, der Klimawandel ist ja auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Unter anderem hast du ja auch in deinem Was-ist-was-Buch darüber berichtet. Wie bringt man denn Kindern und Jugendlichen, für die ja diese Was-ist-was-Bücher in erster Linie vielleicht geeignet sind, wie bringt man denen solche komplexen Themen näher? Ja, ich glaube, am besten funktioniert, indem man Neugierde weckt, indem man sozusagen nicht nur auf die Problematik oder auf die Gefahren auch vielleicht sich konzentriert, sondern einfach erstmal so die Faszination weckt. Also ne, das Buch, was ich geschrieben habe, da geht es ja vor allen Dingen um die Forschung im Eis. Also was machen Wissenschaftler dort eigentlich? Wie sieht es aus in den Polarregionen? Unter welchen Bedingungen arbeiten die? Wie sieht die Tierwelt dort aus? So einfach so ein bisschen neugierig machen. Und dann geht es natürlich darum, dass ja möglichst einfach auch zu erklären, runterzubrechen, so dass es eben für ja sag mal für Laien oder für Kinder eben verständlich ist. Und da muss man so ein bisschen vielleicht auch mit Dinge aufgreifen, die vielleicht so ein bisschen kurios sind, die einfach spannend sind, oder wir haben dort relativ viele Zahlen recherchiert, Rekorde, so, das ist ja auch immer was mal so beliebt ist. Kommen wir mal von den schmelzenden Gletschern jetzt erstmal wieder hier zur Region. Was bewirkt denn das Schmelzen der Gletscher für unsere heimischen Küsten und Gewässer? Also da gibt's ja immer mehr Wetterereignisse, man spricht vom Meeresspiegelanstieg, auch der Golfstrom ist beeinflusst. Was kannst du da als Wissenschaftsjournalist drüber erzählen? Ja, also wenn man sich jetzt die schmelzenden Gletscher anschaut, also die direkte Folge ist natürlich der Meeresspiegelanstieg. Ja, den kann man messen und den sieht man auch hier bei uns an der Nordseeküste. Und je stärker die Gletscher zurückgehen, desto höher steigt der Meeresspiegel eben. Und das heißt eben, na, wenn wir jetzt nicht unsere Deiche erhöhen würden oder an der holländischen Nordseeküste, dann würden halt große Teile Norddeutschlands oder der Niederlande oder auch in Dänemark, die würden eben langfristig nicht unbedingt unter Meer verschwinden, aber die sind dann natürlich vor allen Dingen auch durch Sturmfluten, ne, natürlich immer stärker bedroht. Es gibt starke Erosion auch an den Nordseeinseln, nordfriesischen Inseln, ostfriesischen Inseln. Das ist auch etwas, was durch den Klimawandel eben beschleunigt wird. Dann eine andere Folge des Schmelzen der Gletscher ist der Eintrag von Süßwasser, der dazu führt, dass bestimmte Meeresströmungen sich verlangsamen können. Also dazu zählt dann auch der Golfstrom, der in so ein Zirkulationssystem eingebunden ist und der eben mitunter dadurch angetrieben wird, die Ausläufer des Golfstroms, dass sich vor Grönland also Tiefenwasser bildet, also das Wasser, das absinkt in die Tiefsee. Und das ist sehr schweres Wasser. Und wenn jetzt aber leichtes Süßwasser von den Gletschern dazu kommt, dann wird dieser Prozess also verlangsamt. Und dadurch kann sich auch der Golfstrom verlangsamen. Und der Golfstrom ist eben wichtig für das relativ milde Klima, was wir vor allen Dingen im Winter ja haben in Westeuropa. Könnte man sich überlegen, wenn der Golfstrom jetzt versiegen würde oder sich zumindest deutlich verlangsamen würde, dann könnte es zum Beispiel hier im Winter deutlich kälter werden. Und dass das Klima einfach ein bisschen extremer werden. Ich sag mal, eine generelle Folge ist auch, und wenn man jetzt mal nicht nur an die Gletscher denkt, sondern die Erwärmung der Arktis. Einige Leute haben vielleicht schon mal vom Jetstream gehört. Also das ist so ein Windsystem, was relativ wichtig ist für unser Klima hier oder für unser Wetter, der immer so die Tief- und Hochdrucksysteme sozusagen über Deutschland schiebt oder über Westeuropa. Und wenn es wärmer wird in der Arktis, dann wird dieses Windband schwächer und dadurch kommt es dann auch häufiger zu so extremen Wetterereignissen, weil einfach der Austausch zwischen der Arktis und den gemäßigten Zonen größer wird.
Und besteht denn auch wirklich eine Gefahr, dass jetzt zum Beispiel Inseln in der Nordsee untergehen könnten, zeitnah? Oder ist das eher so ein Untergangsszenario, was jetzt nicht so realistisch ist? Also zeitnah ist natürlich relativ. Also das wird nicht morgen passieren oder auch nicht im nächsten Jahr. Aber langfristig, sag mal, bis Ende diesen Jahrhunderts oder darüber hinaus ist es sicher denkbar, dass dort Inseln, ich sag mal, zumindest größtenteils eben unter dem Meeresspiegel verschwinden oder zumindest temporär. Am Ende hängt es natürlich davon ab, wie stark der Meeresspiegel steigen wird. Ne? Und das ist eben auch, das hängt zum einen davon ab, ja, wie viel CO2 noch ausgestoßen wird, wie stark sich die Erde erwärmen wird. Und es gibt natürlich da Prognosen für, aber die haben natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Und je weiter man in die Zukunft schaut, desto unsicherer werden die natürlich. Und beim Meeresspiegeleinstieg ist die Bandbreite an Schätzungen relativ groß. Also irgendwo zwischen, also es können 20, 30 Zentimeter sein bis Ende des Jahrhunderts. Es könnte aber auch ein Meter sein. Bei all diesen Szenarien, gibt es denn irgendwie auch einen Hoffnungsschimmer, den du auf deinen Forschungsreisen beobachtet hast? Also gibt es irgendwelche positiven Beobachtungen? Positiv ist, würde ich sagen, vor allen Dingen die Tatsache, dass man über das Thema spricht, dass das Thema präsent ist, dass sich Leute damit beschäftigen, dass das sozusagen in der Allgemeinheit angekommen ist und dass, glaube ich, auch viele Leute einfach auch den Wunsch haben, dass dort mehr passiert. Die Realität, ich würde sagen, hinkt dem noch deutlich hinterher. Gerade was politisch passiert oder eben nicht passiert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch, ich sag mal, vermehrt Initiativen, wenn man jetzt nicht nur über den Klimawandel spricht, was zum Beispiel Schutzgebiete angeht, dass man einfach sorgsamer mit der Umwelt oder mit der Natur umgeht und weniger ausbeuterisch, als man das vielleicht früher noch getan hätte. Wenn man zum Beispiel an die Fischerei denkt. Also es gibt jetzt zum Beispiel eine Initiative, dass man ein Abkommen für die Hochsee, also internationale Gewässerschaft, um dort eben Schutzgebiete einzurichten und auch überhaupt zum Beispiel die Förderung von Rohstoffen oder auch die Fischerei regelt, weil das im Prinzip ist das bislang Wilder Westen. Also dort kann im Prinzip jeder Staat machen, was er will. Da müssen wir aber hinkommen, dass wir eben sozusagen nachhaltiger mit diesen Ressourcen umgehen, damit also unsere Kinder oder Nachkommen und zukünftige Generationen da eben auch noch was von haben. Und Gleiches sieht man auch zum Beispiel, was den Tiefseebergbau angeht, ist auch so ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Dort gibt es auch Unternehmen, die Rohstoffe, Kupfer, Nickel, Kobalt am Meeresboden abbauen wollen. Rohstoffe, die man zum Beispiel für Batterien braucht, für Elektroautos, für Windräder oder die man auch in Smartphones findet. Und die dort aber mit Sicherheit große Schäden anrichten würden. Und gleichzeitig sind das eben Lebensräume, die kaum erforscht sind. So. Und da gibt es aber jetzt Gott sei Dank zumindest, ich sag mal, eine wachsende Zahl von Staaten und auch Bemühungen, dass man zumindest vorläufig erstmal ein Moratorium hat und sagt, wir können das aktuell nicht zulassen, weil wir die Folgen gar nicht abschätzen können. Und jetzt auf deine Reisen bezogen, hast du da positive Entwicklungen beobachten können? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel weg ist von den Polarregionen, also ich bin zum Beispiel vor einiger Zeit mal im Roten Meer gewesen, da ging es um das Thema Ozeanerwärmung und Korallenbleiche, was ja auch eine der sichtbarsten Folgen des Klimawandels ist. Und im Roten Meer gibt es eben Korallen, die relativ hitzeresistent sind oder hitzetolerant. Und dort besteht eben die große Hoffnung, dass in dieser Meeresregion eben die Korallen eben überleben werden, weil, also ich sag mal, die Prognosen für viele andere Teile der Welt, Karibik oder Indopazifik, sehen eben relativ düster aus. Da gibt es einfach ein Temperaturlimit, was die Korallen haben. Und wenn der Ozean wärmer wird, dann werden die dort verschwinden. Und auch wenn sie sich dann zum Teil weiter nach Norden oder Süden ausbreiten können, weil sich ihr Lebensraum entsprechend vergrößert, ist das Wachstum einfach zu langsam. Also sie können dann sozusagen mit den Veränderungen nicht Schritt halten. Wie zuversichtlich bist du denn dann, dass wir nochmal irgendwie die Kurve kriegen? Ja, das hängt, glaube ich, so ein bisschen auch von meiner Tagesform ab und von meiner Stimmung. Also es gibt Tage, an denen bin ich zuversichtlicher. Dann gibt es Tage, an denen, wenn man die Nachrichten verfolgt, aber es geht, glaube ich, vielen Leuten so, da ist man weniger zuversichtlich. Also zuversichtlich bin ich insofern, als dass im Prinzip klar ist, was zu tun wäre. Die Technik ist vorhanden, also daran scheitert es nicht, sondern es ist dann eher der politische Wille und die Umsetzung von Maßnahmen. Bleiben wir beim Thema Zukunft. Wie geht's weiter für dich? Wohin geht's als nächstes? Ist die nächste Reise schon geplant? Und wohin willst du vielleicht auch noch gerne reisen?
Vielleicht zur ersten Frage. Also ja, fürs nächste Jahr ist schon eine Reise geplant. Nächstes Jahr werde ich auf dem deutschen Forschungsschiff Sonne unterwegs sein. Diesmal nicht in den Polarregionen, sondern in den Tropen wieder. Also es geht los auf Mauritius. Und von dort wird das Schiff dann einmal sich nördlich von Madagaskar bewegen und dann zwischen Madagaskar und der Ostküste von Afrika, also das ist der sogenannte Mosambikkanal, das ist so das Forschungsgebiet und das ist eine Forschungsreise von Marum, das ist ein Forschungszentrum in Bremen, das vor allen Dingen Tiefseeforschung macht und dort geht es um die Erforschung von Tiefseekorallen. Und wohin würdest du gerne nochmal reisen beruflich? Also welche Region oder welches Thema in Kombination mit einer Region würde dich nochmal richtig reizen? Ich glaube, ich habe zwei große Träume hätte ich. Das eine wäre, ich würde gerne einmal an die Neumayer Station, das ist die deutsche Antarktisstation, die ich 2021, als wir mit der Polarstern in der Antarktis waren, nur aus der Ferne beobachten konnte. Das war ja eine Reise während der Pandemie, während Corona und zum Schutz der Forscher, die dort stationiert sind. Das ganze Jahr über durften wir nicht die Station nicht besuchen, obwohl wir schon recht lange auf dem Schiff waren und auch alle getestet. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal an diese Station und dort ja einfach auch ein paar Wochen verbringen zusammen mit den Forschern, also sozusagen auf dem antarktischen Kontinent. Und der zweite große Traum wäre tatsächlich mal in einem bemannten Tauchboot einfach in die Tiefsee zu tauchen. Also ich stand auch mal kurz davor, es hat dann leider nicht geklappt und es ist auch nicht so einfach, weil Deutschland selbst kein bemanntes Tauchboot mehr hat. Es gibt einige in der Welt, aber die Kapazitäten sind natürlich da begrenzt. Es können immer nur zwei, manchmal sind es drei Leute, die dort mit abtauchen können. Aber das wäre nochmal so ein Traum, einmal in die Tiefsee abzutauchen. Ja, das sind auf jeden Fall spannende Reisen, die du da noch geplant hast. Vielen Dank, dass du uns soweit Einblick gegeben hast in deine bisherigen Reisen und in deine Arbeit. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, gerne und vielen Dank für eure Einladung. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wie immer könnt ihr uns gerne euer Feedback schreiben an redaktion@om-medien.de. Bis nächste Woche. Mein Name ist Tobias Thomas. Und ich bin Kascha Duzart. Macht's gut.